So, meine Herren und Damen, herzlich willkommen bei Payday 3. Wir spielen jetzt direkt. There's a lot of... We got a tip on some valuable goods shipping out of The police are looking to add to their off-the-books... Das hier. And we can't have that. Let's pay the cops a little visit. Was ich noch sagen will, zum einen, ja, es freut mich, dass ihr zum einen das Unboxing gesehen habt und zum anderen vielen Dank für die extremen Aufrufe für Stalker. Jetzt zu diesem Zeitpunkt ist auch tatsächlich die Playlist von Stalker da, das heißt, Stalker kommt als Projekt. Das möchte ich vorweg schon mal sagen. Seht, als kleine Orientierungshilfe kann ich euch nur sagen, seht ihr ein Video von mir auf dem Kanal, aber nicht die passende Playlist zum Spiel, dann ist es ein Angezockt. Kommt dann ein bisschen später eine Playlist, also wird das Video... Ist das Video quasi in der Playlist drin? Also seht ihr in den Playlisten... zum Beispiel zu Stalker auch die passende Playlist, dann wird es ein Let's Play. Weil es den einen oder anderen gab, der sagt ja, du schreibst ja hinter deinem Video Part 1. Dann kommt aber nur ein Video. Ja, weil ich auch gucken muss, wie kommt das Video an. Kommt es gut an, mit einer Playlist raus, mit einem Projekt raus. Aber wir zocken jetzt einfach mal hier das. Scum you ever meet when they're not in my pocket. I turn hard earned, honestly stolen money into legit and clean gold. And this Captain Blythe plants evidence in my gold exchange so he can ladder pockets? Hooey! The Blythe pig keeps my gold in evidence lockup. It sits in some shitty suit to be decommissioned police depot out in the Bronx. One of those places where lazy cop fuckers are tucked away, pushing papers. I bet the gold will get lost when they transfer the evidence to a new precinct. Fucking Podonog. But Vlad's not worried, because his old friends are gonna steal it back first, huh? Now, the depot is a pigsty. It'd be crawling with the filthy animals. Lead them to slaughter or let them play in their own shit. Just get me that gold and I'll pay you a handsome cut. And while you ask... Jo, wir spielen's im Solo-Modus. Anscheinend hat keiner Bock, dann spiel ich's alleine. Ist ja cool, dass es sowas mittlerweile gibt. Finde ich ja ganz geil. Da müssen wir rein. Wenn ich das richtig sehe. That's a pigsty, all right. But getting dirty comes with the job. So roll up your sleeves and get in there. To Vlad's gold, you gotta figure out who has access to the evidence room. Find the captain's office. The captain's office should be on the second floor. From a private area, but if they spot anything suspicious beyond that or cuff you, they'll go ape shit. Okay, wir können Donuts nehmen.
Mann! Let's roll. What's the status? Over. Hello there. Yeah, I feel fine. Just great. Awesome. Not at all dead or anything like that. Bye now. Yeah, I can see that. That's good to hear. Okay. I can swear I just saw something. I just saw something. Job, mein Freund. Get ready. Here they come. Thank you.
Okay, Scheißhaus. Okay, der Bildschirm ist kugelsicher, auch geil. Autodepot, und das soll wo sein? Easy going. Okay, time to get messy. Fuck, it's a zapper! Got an ammo bag here. Der Hammer. Cool. Yeah.
guard down. So. Ist der da drin? Boah, Alter!
the fucking sniper! They're coming in 30 seconds. Get ready. So. Ja, wir gehen dann nochmal komplett neu rein. Stealing back gold from the cops. Is a bit ironic. Now, get inside the station. To get to Vlad's gold, you gotta figure out who has access to the evidence room. Find the captain's office. The captain's office should be on the second floor. Are basically guards who got one more Time point to put on their academy face exam. On, buddies. They'll escort you out from a private area, but if they spot anything suspicious beyond that or cuff you, they'll go ape shit. What's going on over there? Yeah, hi. No, everything's just fine and dandy over here. Go back to scrolling your phone. Slacker piece of shit. Hmm.
Schön weitergehen, mein Freund. Oh. Hier irgendwo ist Sprengstoff im Auto. LKW? Hä? Hier. Excellent. They're backing off. You got the explosives. I have it. Head over to the wall and blow it to shit. Shit. We have a full-on lockdown in effect. You'll have to breach a wall from the outside to get to that gold. Thank you.
Watch out. To even the score. Hey,
assault team. They'll be there in about 30 seconds. The kid gloves are off. Cops are sending in cloakers. So. Hallo. Focus, people!
Ja, das war klar. Ja, das müssen wir dann nochmal machen. Definitiv. Das ist ein Job, den müssen wir noch machen, aber jetzt weiß ich, wo auf dem Hof das Auto steht mit dem Sprengstoff drin. Das könnte so ein kleiner Vorteil sein. Geht erst ab Stufe 4. Aber wir haben ja noch gar nichts gelevelt mit der Waffe. Ja, mal hier können wir das sogar noch mal erweitern. Aber ich werde die Folge jetzt mal hier abschließen. Mich schon mal bedanken, dass ihr da wart. Die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer als sonst. Haut rein. Euer. Oh ja.